Hallo, liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Dessau-Roßlau. Ich bin Jean-Luc Alkrim, der Organisator vom CSD Dessau-Roßlau und habe jetzt heute die große Vergnügen, hier beim offenen Kanal zusammen mit unserer lieben Edith über den nächsten CSD Dessau-Roßlau im Jahre 2023 dann ein bisschen zu diskutieren. Edith, würdest du dich mal so vorstellen, was du jetzt so machst und wie du dazu kamst, jetzt beim CSD mitzuwirken? Ja, ich bin Edith, wie du schon gesagt hast. Wir haben uns kennengelernt letztes Jahr, als ihr angefangen habt, den ersten großen CSD seit 24 Jahren in Dessau-Roßlau zu planen. Und ich war gleich von vornherein sehr begeistert, als ich davon gehört habe und wusste, da will ich unbedingt dabei sein. Und seitdem bin ich, glaube ich, bei so gut wie jedem Planungstreffen gewesen und unterstütze euch, wo ich kann. Ja, das auf jeden Fall. Du bist ja auch schon seit Stunde Null bist du halt eben dabei. Hat es damals halt eben auch geschrieben, ihr habt zu mir, weiß ich noch, auf den Social Media Kanälen, dass du halt eben auch unsere Plakate, unsere Informationen da auch bei dir da im Keller ablegen willst. Und ja, warst ja wirklich beim jeden Planungstreffen warst du immer so dabei gewesen. Bist jetzt aber auch gar nicht so in der Position jetzt wie ich halt eben, dass du halt eben auch mit dem Ordnungsamt halt eben alles besprechen musst oder halt dich um die ganze Verwaltung dahinter kümmerst. Du bist ja sehr, beim CSD selber bist du immer sehr groß aktiv, aber bist halt eben ja auch so meistens ja so Teilnehmerin. Genau. Und da würde ich dich mal ganz gerne fragen, wie war jetzt dein Eindruck vom letzten CSD im letzten Jahr gewesen und hat sich jetzt auch nach deiner Meinung etwas in der Stadt schon verändert? Genau, also erstmal, ich glaube, das sieht man ganz gut an den Bildern auch. Was uns, glaube ich, alle sehr überrascht hat, war, wie groß der Andrang letztes Jahr schon war. Also ich weiß, war in der Planung noch, wir wussten ja alle nicht genau, wie viele Leute auf uns zukommen. Und ich dachte mir noch so, okay, wenn wir vielleicht an die 500 Leute kommen, dann sind wir schon richtig gut dabei. Und man sieht es, wir waren ein bisschen mehr. Ich glaube, wir waren etwa 1.500 Leute zum Umzug im 2022. Und das war natürlich super. Also, dass erstmal so viele Leute gekommen sind und sich bei uns wohlgefühlt haben, ist natürlich total klasse. Ich fand es selber auch total schön. Ich fand, es war ein sehr angenehmes Miteinander. Es war im Aufbau vielleicht ein bisschen chaotisch, aber es war das erste Mal für viele von uns. Und da können wir dann draus lernen für dieses und alle kommenden Jahre. Und genau, also es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich fand, es war mit den Ordnungskräften vor Ort ein gutes Miteinander. Es war von den Organisatoren natürlich ganz tolle Arbeit. Und ihr habt uns auch gut an die Hand genommen, glaube ich. Und habt uns da gut durchgeführt. Genau, was hat sich geändert in der Stadt seitdem? Ich glaube, es ist vor allem ein größeres öffentliches Bewusstsein gewachsen für queere Thematiken, für Problematiken, die queere Menschen haben, egal ob quasi auf der großen Bundesebene, aber eben auch im ganz Kleinen hier bei uns. Und da tut sich auf jeden Fall schon was. Es ist viel in Planung, aber manches ist auch schon umgesetzt. Ich denke da an die Stadtbibliothek, die mit ihrem Diversity Thursday donnerstags immer ein Buch zu unterschiedlichen Themen vorstellen. Da ist ganz häufig auch was über queere Themen dabei. Es gibt, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ein ganzes Regal zu queeren Themen. Und auch an unterschiedlichen anderen Stellen sind Dinge geplant. Wir haben jetzt auch durch die Vernetzung im CSD einen queeren Stammtisch ins Leben gerufen, der an sich mit dem CSD nichts zu tun hat, in dem wir uns aber vernetzen können untereinander, wo es erstmal darum geht, vielleicht auch eine Art Safe Space zu schaffen, wo sich alle wohlfühlen und wo aber auch die Menschen, die zu dem Stammtisch kommen, total motiviert sind, was in der Stadt zu tun. Und schon am Überlegen sind, hey, wo können wir uns vielleicht einbringen, wo können wir vielleicht aufklären oder Menschen begleiten und halt hier in der Stadt auch was bewegen. Von daher glaube ich, da ist ganz viel, was sich tut, was eben unter anderem auch durch den CSD einfach noch an Bedeutung gewinnt. Ja, also das kann ich halt eben alles nur von dir teilen. Einiges habe ich auch selber mitbekommen, habe auch selber ein bisschen auch mit dran gewirkt gehabt. Aus meiner persönlichen Situation halt eben ist es so unfassbar und eigentlich schon teilweise unglaublich gewesen, was sich da eben so ein bisschen geändert hatte. Es war jetzt natürlich nicht so, dass jetzt der CSD jetzt irgendwie auf Bundesebene jetzt irgendwelche neue Gesetzesgrundlage jetzt erschaffen hat. Aber man hat halt eben auch gerade, wenn ich mit Leuten, die im Jugendbereich halt eben die arbeiten, hat man halt eben auch diese Information halt eben bekommen, dass es, wenn es an Schulen um Aufklärungsarbeit ging, dass jetzt so diese
Thematikpunkte wie sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Vielfalt, dass das jetzt so wirklich in dem Bewusstsein von vielen Schülern und Schülerinnen halt eben so eingedrungen ist, dass sie sich halt eben auch selber mit ihrer eigenen Identität beschäftigen. Und auch vom Theater, als ich da telefoniert habe mal, die wollen halt eben auch, jetzt immer so zum CSD, dann so ganz klassische Stücke, wollen sie halt eben dann ja auch eine queere Version geben, wo es ja dann eventuell nicht mehr irgendwie Romeo und Julia heißt, sondern Romeo und David, was weiß ich, ja. Es ist immer so unglaublich schön, das halt eben auch so zu erleben. Würdest du jetzt aus deiner eigenen persönlichen Erfahrung jetzt auch sagen, dass es so ein CSD wirklich immer noch weiter braucht in der Stadt? Definitiv. Also ich glaube, das ist gerade was, was viele auch hier in der Stadt festgestellt haben, die es betrifft, dass man kennt es ja sonst, okay, man weiß in Berlin oder in Leipzig, da gibt es schon lange CSD, da weiß man, man findet irgendwie seine Community, man findet seinen Platz. Und das ist, glaube ich, für viele bisher, die hier groß geworden sind in Dessau und Dessau-Roßlau, vielleicht zum Punkt, wo man auch gesagt hat, ich fühle mich hier gar nicht, als würde ich hier irgendwie dazugehören in diesem Teil meiner Identität. Deshalb zieht es mich vielleicht auch eher weg. Vielleicht ist das auch mit einer der Gründe, weshalb sich junge Menschen vielleicht auch in den letzten Jahren vielleicht eher wegorientiert haben von Dessau. Und jetzt eben zu zeigen, hey, es gibt sowas auch bei uns und wir nehmt euch an, auch hier leben natürlich queere Menschen und auch die sind ganz normal und können genauso miteinander leben und genauso akzeptiert werden. Das ist, glaube ich, ein wahnsinnig großes Zeichen, gerade für junge queere Menschen. Einfach, wie du sagst, also die Nachfrage steigt, SchülerInnen interessieren sich für die Themen. Die sind ja da und die leben hier bei uns in der Stadt. Warum soll es dann so große Bewegungen oder so eine Akzeptanz und ein Arbeiten an diesen Themen nur in Großstädten geben? Und nicht auch hier bei uns. Gut, ja, das auf jeden Fall. Das bemerkt man ja halt immer häufig, wenn man dann mit Erstis halt eben auch spricht, jetzt an den Universitäten, warum bist du jetzt hier hingezogen? Das ist ja gerade auch so die Zeit, wo sich ja dann viele Erstis ja dann so outen, wenn sie dann so weg sind von ihrer Familie und sich ja dann halt eben auch wirklich, wie vorhin gesagt, so mit ihrer eigenen Persönlichkeit ja beschäftigen. Jetzt haben wir ja auch mit dem ganzen Projekt vom CSD Sachsen-Anhalt, so CSD ist ja auch von viel außerhalb und teilen sie zumindest nach meinen Berichten halt eben auch immer die gleichen Erfahrungen, ne? Dass es halt eben auch so unglaublich wichtig ist, im ländlichen Bereich so diese CSDs halt eben zu setzen, ja. Du hattest ja auch mal erzählt gehabt in deiner Bar, da waren halt eben auch wirklich ja Leute gewesen, die dann gemeint haben, ob sowas halt eben noch nötig hat. Aber ich finde halt eben auch ganz klar, wenn man so den jungen Leuten da halt eben zuhört, ja, es ist halt eben auch wichtig. Ja. Und wir sind ja eine Demonstration ja immer noch, wir sind ja immer noch sehr politisch und aber gleichzeitig haben wir halt eben auch so eine Menge Spaß halt eben, ja. Und das ist halt eben so ein sehr tolles Erlebnis für viele Dessau-Roßlauerinnen gewesen, sich halt eben auch daran zu beteiligen. Wie schätzt du denn so ein, wie jetzt so dieses Jahr dann so der CSD halt eben dann wird? Bist ja auch wieder vertreten, bist du auch mit einem Stand bist du vertreten, hast da einen Cocktailstand, hast du, bist auch beim 40-Tonner, hast du einen LKW, hast du ja auch organisiert gehabt. Wie hoffst du jetzt, dass es jetzt auch genauso wird wie letztes Jahr? Und was sind deine Erwartungen, kurz gesagt? Also zum einen hoffe ich, dass das Wetter ein bisschen besser wird als letztes Jahr. Wir hatten ja viel Nieselregen, es war windig, es war kalt. Wenn es dieses Jahr ein bisschen besser wird, dass man auch mehr Lust hat, lange draußen zu sein, wäre natürlich schön. Aber gut, das können wir nicht beeinflussen. Ansonsten gehe ich davon aus, da wir letztes Jahr schon so viele waren, dass wir das dieses Jahr auch noch ein bisschen toppen können, dass wir noch ein paar mehr Leute werden. Und gerade dadurch, dass wir inzwischen ja auch ein bisschen besser wissen, was wir vielleicht tun oder wo wir von letztem Jahr noch Dinge verbessern können. Also bei mir persönlich, wie gesagt, ich weiß auch, was letztes Jahr beim Aufbau und beim Stand zum Beispiel nicht so gut gelaufen ist. Ich weiß, was ich verbessern werde. Ich glaube, das ist eben in der großen Organisation genauso, dass das ein bisschen besser läuft und die Abläufe dadurch ein bisschen entspannter ineinander übergehen. Und ich glaube, dass es mindestens genauso schön wird, du hast angesprochen, es ist für viele einfach eine Möglichkeit, sich so zu zeigen, wie man eigentlich ist, was vielleicht für viele im normalen Alltag nicht geht. Und das einen Tag lang feiern zu können und das einfach zu sagen, hey, jeder kommt so, wie er ist und das ist ganz wundervoll, das ist ganz bunt und das ist absolut
auch ein Tag, um das mal zu feiern. Deshalb ist es eben auch laut und bunt und es gibt Musik. Und auf der anderen Seite haben wir diese politischen Forderungen und sagen, hey, wir möchten das Leben für queere Menschen hier, vor allem hier, auch auf großer Ebene, aber natürlich vor allem hier bei uns, verbessern und bringen das mit. Und ich glaube, da wird auch die Wirkung dessen immer ein Stückchen mehr, wenn man dranbleibt und wenn man wiederkommt und es immer mehr Leute werden, man sieht, okay, die Leute haben Bedürfnisse und entsprechend richten wir uns auch politisch und auch gesellschaftlich danach. Jetzt war ja auch von mir selber ein Schwerpunkt gewesen, so die Regionalität bzw. den eigenen Regionalitätscharakter in der Stadt halt eben zu stärken. Findest du es als richtige Dessauerin, findest du es jetzt immer sehr wichtig, dass halt eben auch so der eigene Standpunkt, wo du selber lebst, halt eben auch Zeichen setzt oder halt eben auch, dass man halt eben auch neue Impulse von außen zulässt? Schon auch in ländlicheren oder kleineren Gegenden müssen diese Zeichen gesetzt werden, die eben auch über den CSD hinausgehen. Der CSD ist vielleicht Anlass, das sich mal groß auf die Fahnen zu schreiben, aber wir haben auch gesehen, dass eben auch darüber hinaus ganzjährig verschiedene Aktionen stattfinden oder eben auch Institutionen, Schulen oder wie auch immer auch länger die Regenbogenflagge hängen haben und einfach dann ein Zeichen setzen und zu sagen, hey, wir unterstützen das, ihr könnt zu uns kommen oder eben auch gerade bei jungen Leuten, bei SchülerInnen, die einfach das Gefühl haben, hey, ich bin hier irgendwo aufgehoben und angenommen, so wie ich bin, macht für junge Menschen wahnsinnig viel aus, weil das ja schon auch häufig Grund für eine Identitätskrise ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin falsch oder ich kann mit niemandem darüber reden. Und von daher ist es absolut wichtig, das auch hier ganz regional zu fördern und zu zeigen. Ja, ein Thema auch Regionalität, da kann ich jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr dazu sagen. Was jetzt so auf dem momentanen Stand ja jetzt schon auf jeden Fall feststeht, kurz nochmal zum letzten CSD. Man hat ja halt eben auch bemerkt im Organisationsteam, der CSD hatte eine große Wirkung gehabt. Und das jetzt nicht nur auf die Einwohner jetzt selber, sondern auf die ganzen Institute und halt eben auch auf die Verwaltung in Dessau-Roßlau, sodass wir auch dieses Jahr auch wieder viel Unterstützung bekommen haben von der Verwaltung. Unsere Schirmperson ist ja dieses Jahr auch Eta Hachmann, das ist die Sozialdezernentin von der Stadt Dessau-Roßlau. Und wir hatten uns auch schon ein Gespräch halt mit ihr gehabt und sie ist halt eben auch wirklich sehr interessiert am CSD, sind halt eben auch noch einige Dinge da geplant mit Bereich Museum und einigen Stiftungen. Da kann ich aber auch nicht so viel sagen, weil es noch nicht richtig feststeht, ja, aber es wird auf jeden Fall kommen. Wir haben ja auch immer unseren tollen Designer, unseren Heiko haben wir ja auch bei unserem Planungstreffen, der ja auch fürs Bauhausmuseum ja arbeitete und er wird ja auch eine queere Führung wird er anbieten im Bezug vom Bauhaus-Museum bzw. der Geschichte der Bauhäuser selber, wo es ja halt eben auch um sehr viel Genderfluidität ging und um ja, ein Pluralismus und eine sehr zukunftsgerichtete Denkweise, damals ja noch im 20. Jahrhundert, die ja dann leider von den Nazis dann 1933 dann hier letzten Endes dann in Dessau geschlossen wurde. Aber trotzdem so dieser progressive Gedanke, der hat ja immer weitergelebt und der wird da halt eben auch eine Führung geben. Wie findest du das jetzt so? Das ist so ein uralter geschichtlicher Zug, mit dem sich ja Dessau mal sehr identifiziert mit dem Bauhaus, dass das jetzt auch zum CSD-Programm ja aufgenommen wird. Also ich finde das total klasse, dass zum einen Heiko zum Beispiel sich da so engagiert. Da gibt es ja noch viele Leute mehr, die im Hintergrund oder auch im Vordergrund da ganz viel mitmachen, ohne die das gar nicht möglich wäre. Und ich bin in Dessau geboren und aufgewachsen. Ich kenne theoretisch viel über die Stadt, aber das ist zum Beispiel ein Aspekt, von dem man ja auch so vielleicht noch gar nichts gehört hat, ich zumindest nicht. Und da die Stadt auch nochmal mit neuen Augen zu entdecken, ist, glaube ich, ein sehr spannender Punkt. Nicht nur für Menschen, die quasi nur zu Besuch über die Dauer des CSDs sind, sondern eben gerade auch für Menschen, die hier wohnen. Und das nochmal sich da neu anzuschauen, ist, glaube ich, eine sehr schöne Sache. Es sind ja noch mehr Aktionen geplant in der Woche vor dem CSD. Es wird eine Führung im Zoo geben. Ja, also da kann ich ja nun das meiste da erzählen, weil das war ja so mein persönliches Wunsch und Projekt, halt eben auch von mir gewesen, so diesen Zoobesuch da also zu veranstalten, beziehungsweise im Tierpark Besuch.
Das hatte sonst immer nur so größere CSDs haben das, ja. So, wir haben so ein CSD Hamburg oder auch der CSD Magdeburg hatte das zum Beispiel, dass da halt eben so eine Zurführung noch in dieser, in den, bei Ihnen so zweiwöchigen Aktionswochen da stattfand. Und war halt eben wirklich sehr interessant gewesen, ja. Also ich habe halt eben gelernt, wie sich so Tiere teilweise dann halt eben selbst masturbieren. Aber halt eben auch, dass es so das Thema Trans halt eben auch im Tierreich gibt, ja. Also das hatte sich dann zum Beispiel auch bei Fischen, Schnecken, ist so diese Geschlechterrollen ja jetzt nicht irgendwie festgeschrieben, dass da halt wirklich da variabel sind. Und das fand ich dann halt eben auch so interessant und auch mal ein anderes Beispiel, dass so Homosexualität bei Tieren ja oftmals ja stattfindet. Wir haben ja auch mal so diesen Pinguine sind oftmals da mal so ein Musterbeispiel davon, dass sich halt eben so diese Pinguinmännchen halt eben finden und dann halt eben einfach verstoßene Eier bzw. Jungtiere dann halt eben aufnehmen in ihrer Partnerschaft und sich da dann um die kümmern, wenn zum Beispiel die Eltern gestorben sind oder sie das Tier halt eben verstoßen haben, ja. Und das wird halt eben auch für den Tierpark Dessau wird es eine Premiere sein, so etwas zu veranstalten. Sie haben mir auf jeden Fall versichert, dass der Tierpark hier in Dessau einige queere Tiere parat hat. Ich freue mich halt eben auch persönlich extrem halt eben darauf. Bei dir selber ja im Keller ist ja halt eben auch noch so ein Karaoke-Abend ja geplant, auch moderiert von den Schwestern des Ordens der perpetuellen Indulgenz, kurz OSPI immer genannt. Und ich glaube, da sind auch sehr viele Leute interessiert. Es fällt ja auch parallel gleich zu Christi Himmelfahrt, fällt es ja auch gleich. Anmeldung wird ja aber erbeten, weil es sind ja dann Räumlichkeiten sind ja jetzt nicht so groß, dass man jetzt irgendwie 100 Leute da reinlassen kann. Aber was man jetzt so wahrgenommen hat, ist auch aus dem Planungsteam, dass da sehr viele Leute halt eben auch schon sehr interessiert sind. Gibt es ja nur noch mal, auch mal am 17.05. gibt es dann auch ganz fest geplant in die Regenbogenflaggenhissung. Genau. Da sind dann auch alle Leute ganz gerne eingeladen dazu, auch vor dem Rathaus in Dessau dann zu sein, wenn wir am Tag des Internationalen Tags der gegen Homophobie, Biphobie, Transphobie, kurz immer Eiterhobbit genannt, dass wir dann da unsere Flaggen hissen, unsere Regenbogenflaggen dann vom Dessau Rathaus und die halt eben noch an anderen Stellen in der Stadt gehisst werden. Mhm. Und dann ist ja dann selber schon der CSD selber am Samstag, am 20.05. ab 12 Uhr ist er dann selber schon. Ich glaube, viele Leute freuen sich. Du freust dich ja auch wahrscheinlich. Es geht am 20. Mai um 12 Uhr, wie du gesagt hast, auf dem Marktplatz los. Wir beginnen mit einem Polit-Talk, wo auch die Schirmfrau von letztem Jahr, Conny Lüdemann, mit dabei sein wird und verschiedene andere VertreterInnen aus Politik den CSD als Demonstration, die er nun mal ist, eröffnen wird. 13 Uhr gehen wir dann zur Demonstration, ziehen mit einem hoffentlich ähnlich langen, bunten Zug quer durch Dessau und werden da hoffentlich auch viele nette Leute am Straßenrand wiedersehen. Genau, und danach ab ungefähr 15 Uhr sind wir wieder auf dem Marktplatz und dann startet das Bühnenprogramm, wo wir verschiedene KünstlerInnen haben werden, wo es Musik geben wird, Darstellungen, wo es aber auch nochmal sich verschiedene Verbände vorstellen werden und man quasi auch also eine gute Mischung aus Feiern und politischem oder gesellschaftlichem Hintergrund hat. Genau, da möchte ich halt eben auch nochmal ganz gerne aufrufen an alle Leute, wenn Sie halt eben Ihr Verein oder Ihre Institution vorstellen wollen, halt eben zum CSD, hatten auch letztes Jahr einige gemacht gehabt, dann sind Sie ganz herzlich eingeladen, das zu machen. Sie finden halt eben auch die Standanmeldungen ganz einfach auf unserer Homepage und die schicken Sie dann halt eben einfach an der Seite halt eben von uns E-Mail. Genau. Ansonsten freuen wir uns. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr dolle, hoffen auf sehr viele Leute, die halt eben jetzt dann noch vorbeikommen werden. Und ansonsten wünsche ich mir und hoffe ich halt eben nur, dass sich sehr viele Dessau-Roslauer auch wieder dieses Jahr an einem sehr bunten Tag auf dem Marktplatz in Dessau-Roslau am 20.05.2023 dann dieses Jahr der dritte CSD im Grunde genommen auch, sich dann einfinden werden und wir dann halt eben auch gemeinsam halt eben für Vielfalt, für Diversität, für alles Bunte, was es auch gibt auf der Welt, dass wir uns dann einfinden werden auf dem Marktplatz, zusammen auch 2 Stunden kurz durch die Stadt ziehen werden
Und dann halt eben auch einen wunderschönen Tag genießen. Tschüss.